Check the mic and make sure it sound right, boys. Moin Leute und damit herzlich willkommen zu dem wohl seit langer Zeit schlimmsten Snapshot, den Mojangi rausgebracht hat. Denn gestern am Mittwoch kam eine Nachricht von Mojang, dass sie das 1.17 Snapshot, das 1.17 Update in zwei Teile aufteilen. Nein! Nämlich, es gibt zwei Teile, Phase 1 und Phase 2. Die eine Phase 1, die kommt ganz normal wie jeder Snapshot, wie jedes Update im Sommer, so Juli raus. Und das zweite kommt dann so in den Winterferien raus. Also so wie etwa das Bugs and Bee Update, Bees and Bugs Update, wie auch immer das heißt, Bees Bee, keine Ahnung. Also im Winter. So, im Sommer kommt das Update raus mit sämtlichen Gegenständen, mit den verschiedenen Ores, mit Deep Slate, mit den ganzen Items, mit schon Ziegen, mit Glow Squids und den neuen Sachen, die auch jetzt in dem Snapshot hinzugekommen sind. Alles mega nice, aber alles, was mit Generierung zu tun hat, also Höhlengenerierung, Bergegenerierung, Erzegenerierung, Strukturengenerierung und die maximale Baulimit und, weil ich weiß gerade nicht mehr, was und ist, und die Erzegenerierung sind weg. Denn, wenn man sich jetzt in diesem neuen Snapshot im 21W, da oben sieht es, 21W15A, hochbaut, bis zur maximalen Baue natürlich, da wird man ganz schnell sehr leider mitbekommen, dass die maximale Bauhöhe nicht mehr bei 320 ist, sondern bei... Mojang, enttäuscht mich nicht. Mojang. Sondern bei... 255 wieder ist. Wow. Das heißt aber auch, dass sämtliche neue Höhlengenerierungen auch nicht mehr da sind. Ich sehe gerade, dass aber die Geoden trotzdem generieren, aber sonst generiert halt nichts. Ich glaube auch, dass die Mineshafts weiterhin ihre tollen Generierungen mit den Stämmen und den Ketten haben. Sollte man hier auch irgendwo sehen. Aber glaube ich auf alle Fälle. Auch die Glow-Litschen, also diese leuchtenden Wines, generieren weiterhin. Aber auch, man sieht, nach unten ist es wieder die standardmäßige Nullhöhe. Aber Mojang macht das natürlich nicht ohne Grund. Denn es ist einfach viel zu viele Fehler. Die wollen nicht unsere Welten zerstören, weil unsere normalen Welten jetzt sind halt auf Höhe 0 und bis Höhe 255. Die wollen sie einfach nicht zerstören, die wollen kein Chaos geben, weil das Update soll ja nicht sein wie ein Snapshot. Snapshots sind halt einfach manchmal Chaos und die haben dann halt auch manchmal Fehler drin. Und das Update soll aber ohne Fehler sein, deswegen gibt es zwei Phasen. Das im Winter ist dann nicht das 1.18 Update, sondern das 1.17 Update Phase 2. Also es gibt einfach zwei Phasen, nehmen sich diesmal wirklich für ein riesen Update viel Zeit. In der Videobeschreibung seht ihr auch nochmal das Video von Mojang dazu. Seht ihr außerdem auch, wenn ihr den Minecraft Launcher startet im Moment. Aber es gibt natürlich noch auch einen Snapshot und dazu kommen wir jetzt. Im Snapshot 21.4.15a wurde nämlich zuallererst Raw Blöcke hinzugefügt. Also man kann aus den Raw Iron, was man aus Iron Ore, also aus Iron Ore und Deep Slate Iron Ore bekommt, ohne Silk Touch, kann man jetzt im Crafting Table im 9x9 Feld einfach, also man kann hier, so kann man sich einfach den Block craften. Den Block, meine ich, kann man auch smelten im Furnace, braucht er dazu natürlich auch noch Coal. Und bekommt dann, glaube ich, direkt einen ganzen Block Eisen raus. Das ist mega, mega praktisch. Und es geht nicht.
versuche es nochmal im normalen Furnace, ob das vielleicht nicht beachtet wurde. Weil die Items müssen einen eigenen Tag haben, damit die in dem Furnace gebratet werden können. Ich versuche es in dem Furnace nochmal und es geht leider nicht. Aber hoffentlich. Ja, man kann das Ganze zurückcraften. So kann man einfach rohes Eisen, ungesmeltetes, einfach schnell wieder zurückcraften. Außerdem sollten Piglins mit den Raw Goldblöcken nicht traden. Also sie sollten diese nicht als Gold ansehen, aber sollten die Raw Gold als Block ansehen. Und sie werden auch nicht angry, wenn man diesen Block abbaut. Und ja, wenn man diesen Block abbaut und sie in der Nähe ist. Da werden die auch nicht angry von. Ein kleiner Detail am Rande. Geht's weiter. Dies war natürlich noch nicht alles, denn es ist ein kleines, tolles Detail hinzugekommen. Nämlich, wenn man Bone Meal used, bekommt man so einen schönen Sound, so einen richtig, so einen entspannenden Sound. Wenn ihr es hört, so ein, wie als würde man so durch Gras laufen. Fände ich nice, wenn es sogar kommen würde, wenn man so durch Gras laufen würde. Aber das kommt jetzt, wenn man Bone Meal used. Glaube auch, wenn man auf, ich gebe mal ja ein Farmland und Seeds. Da sollte das auch kommen, der Sound. Ja, da kommt auch der Sound. Kommt einfach dann so, ja. So ein geiler Sound. Dann gibt es noch ein sehr, 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 sehr cooles Update mit den Goats, mit dem Ziegen. Die machen außerdem super, super geile Sounds. Jetzt werden es Voice Crack ziehen. Und die haben jetzt, die rammen jetzt gerne andere Mobs. Sollte man sehen. Ich spawn mal. Ah, hast gesehen, die Baby-Ziege hat den Creeper eiskalt einfach mal gerammt. Und die sollten jetzt, feindliche sowie auch normale Mobs gerne wegnocken. Und sollten die einfach so wegpusten. Außerdem. Hallo? So. Wollte schon sagen, Serverleck. Außerdem sollten diese, die Ziegen, Schnee meiden. Also die sollten nicht in den Schnee laufen. Wenn man ihnen jetzt. Wenn man jetzt eine Ziege komplett mit Schnee einbaut, außer einen Ausweg, dann würde diese Ziege genau diesen Ausweg gehen. Aber erfrieren tun diese trotzdem, was ich leider irgendwie blöd finde, weil eine Ziege ist ja. Bergziege halt und die friert trotzdem und stirbt dann. Aber ich habe es jetzt noch nicht gesehen. Die Ziegen hüpfen auch, wenn jetzt bei der sieht man es vielleicht. Nein. Wenn aber eine Ziege einen Berg hat, der wirklich überall zu hoch ist, dann sollte diese dort hochspringen. Ha! Habt ihr es gesehen? Wenn zu hohe Berge sind, sollten diese einfach hinüberspringen. Ich versuche jetzt nochmal zu provozieren, dass diese den Creeper hier wegboosten. Vielleicht sieht man das Ganze. Place man hier einen Creeper. Anscheinend wollen sie jetzt gerade nicht, aber ui, da hat man auch gerade gesehen, das machen sie auch. Als vorletztes kleine Sache wurde im Kreativ bei den Building Blocks noch ein paar Blöcke hinzugefügt, außer dem halt die Block of Raw Iron, Copper und Gold wurden hinzugefügt, aber es wurden noch andere Blöcke, die noch nicht vorher drin waren, wurden jetzt hier hinzugefügt, die wahrscheinlich vorher nur bei Natur waren. Außerdem, wenn man jetzt Safe and Quit Title macht, dann sieht man, man hat jetzt so einen richtig, richtig geilen Ladebildschirm hier und ja, mit dem Caves and Cliffs Theme, mit einer Geode, die generieren ja noch. Und wenn man in den Singleplayer jetzt hier hingeht, sieht man schon, hier habe ich meine Welt, wo ich die Snapshots habe, mit der neuen Höhlengenerierung. Das geht nicht mehr. Man kann dort nicht einmal mehr rein. Denn diese haben ja die neue Höhlengenerierung. Wenn das Update im Sommer rauskommt, kann man in den Einstellungen, wenn man eine Welt erstellt, sollte man einstellen können, dass man die Höhlengenerierung gerne haben würde. Sie ist natürlich verbuggt und nicht wirklich gut. Aber die kommt dann natürlich im
Update im Winter raus. Das war's dann jetzt auch leider mit diesem kurzen Video. Eine sehr schlechte Nachricht von Mojang, aber das Update wird natürlich am Ende trotzdem super gut. Außerdem noch zum kleinen Hinweis, die Archäologie wurde komplett aus dem 1.17 Update entfernt. Das kommt dann entweder gar nicht oder im 1.18 Update. Würde mich freuen, ob ihr den Abo-Button smasht und den Like-Button zerstört. Das sagt ja auch immer Gaming Guys. Und wir sagen, macht's gut, bis bald und ciao, Leute.